Willkommen zurück zu einem weiteren Part hier in Rust 2.2. So, ich habe mir nochmal einen kleinen Schlafsack hergestellt. Aber jetzt vergessen, dass ich mir mal so einen Skin gekauft habe. Ich glaube, das habe ich in den letzten Folgen, habe ich das überhaupt gar nicht gemacht. Einen Skin habe ich schon eine ganze Weile. Aber das habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gemacht. So, wir stellen uns erstmal nochmal ein bisschen Werkzeug her, weil das ist auch bald abgelaufen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt ein bisschen Stein zu besorgen. Ein bisschen Holz vielleicht auch noch, dass wir das soweit ein bisschen auskleiden können. Weil im Moment sieht das alles ein bisschen mau aus. So, ist in der Produktion. Dann gehen wir nochmal kurz raus und versuchen bis... Achso, wir haben kein... Oh, wir müssen auch nochmal einen Schlüssel herstellen. Ach, mein Gott, ey. Jetzt muss ich den Schlüssel nochmal rausholen. Damit ich noch ihn herstellen kann. So, Schlüssel erstellen. Sehr schön. So, dann haben wir ihn auf jeden Fall hier drinne. Einer wird nochmal hergestellt. Ah, jetzt müssen wir echt warten. Scheiße. Wie lange müssen wir jetzt warten? Wie lange brauchen der Schlüssel eigentlich zur Produktion? Ich wüsste ja nicht mehr. Ach, schon fertig. Jo, schon fertig. Sehr gut. So. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen Stein finden. Ich wollte mir eigentlich noch eine Karte herstellen. Wie lange braucht das Papier? Okay, das ist gleich fertig. So. Eine Karte herstellen. Also den Weg auf jeden Fall auch wieder zurückfinden. Dann gucken wir mal, dass wir Stein zusammenkriegen. Laufen wir einfach mal jetzt in die Richtung. Können wir das Ganze auch mal ein bisschen aufdecken. Oh, guck mal hier, Stein. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Würde mich echt mal interessieren, wie viele Leute jetzt hier auf dem Server sind. Vorhin waren es nur 10. Ja. Waren nur 10 Leute hier. Kann sein, dass einige jetzt schon schlafen gegangen sind, aber vielleicht sind auch schon wieder welche dazugekommen. Würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt hier offline gehe und das Ganze aktualisiere und dann steht auf jeden Fall auch irgendwas mit 50 Leuten oder so, ey. Und ja, aber wenigstens haben wir jetzt schon mal eine kleine Hütte. Ist noch nicht ganz safe, ist noch nicht sicher. Deswegen können wir, werde ich jetzt auch noch nicht Feierabend machen. Obwohl es eigentlich schon längst Zeit ist zum Bubu machen. Aber ich werde das noch nicht aufhören, weil ich will auf jeden Fall das Häuschen da fertig haben. Den Rafter will ich auch noch eine Dings herstellen. Oh, da vorne hält man ein Schwein. Super, dann können wir schon mal die ersten Brennstoffe. Ja, sehr schön. Hat er ihn erschossen? Noch so ein Schwein. Irgendwas stimmt da nicht mit dem Sound. Irgendwas stimmt da nicht mit dem Sound, Freunde. Das klingt immer so, als ob gerade noch jemand schießt, wenn du so ein Schwein abknallst. Na, vielleicht ist das noch ein Bug. Vielleicht wird das noch behoben. Ich habe auch irgendwie gehört oder irgendwo gelesen, nee, ich habe das gehört, dass das XP-System nochmal überarbeitet werden soll. Böse Zungen behaupten ja, dass das XP-System komplett rausgenommen werden soll und es wieder zurückgehen soll zu den Blueprints. Ja, weil viele Leute sich das gewünscht haben, Blueprints war viel besser. Ja klar, die Leute, die haben sich ja daran auch schon gewöhnt. Ja, die haben sich ja daran auch schon gewöhnt, an die Blueprints. Und dann kommt auf immer so ein XP-System. Na, das finden sie natürlich dann nicht so doll. Kann ich ja irgendwo vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Aber für die Leute, die jetzt sich Rust erst gekauft haben, die lernen mit dem XP-System, finden sich damit eigentlich prima zurecht, die kennen nichts anderes. Und wenn es dann wieder zurückgeht auf die Blueprints, dann werden die Leute, die sich jetzt erst das Spiel gekauft haben, werden dann sagen, ich will wieder das XP-System zurückhaben. Blueprints ist doch voll kacke, ey. Ja, weil hier bei dem XP-System, da hast du... Oh,
Bei dem XP-System, da hast du auf jeden Fall kontinuierlich, ja. Du kannst im Internet nachschauen und weißt ungefähr oder weißt ganz genau, wann du welche Items kriegst. Mit den Blueprints, da musst du einfach Glück haben. Ja? Du musst irgendwas plündern, du musst irgendwas kaputt machen und musst dann hoffen, dass da auch ein passender Blueprint drin ist. So, und wenn du Pech hast, dann hast du so viel Glück und findest nur die hochwertigen Sachen, mal sowas wie die AK. Also musst dir vorstellen, du fängst jetzt gerade einen Server an und findest einen Blueprint für die AK. So, kannst du den noch nicht herstellen, weil du dir noch nicht mal einen großen Ofen herstellen kannst. Ja, du kannst also die ganzen Erze, das kannst du alles noch nicht braten. Das kannst du alles noch nicht verheizen. So, dann suchst du weiter, dann findest du irgendwann eine Blueprint für, sagen wir mal, für die Thompson. Kannst du auch noch nicht machen, weil die Blueprint fehlt für den Ofen. Ja, und das ist dann wiederum auch Kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das finde ich dann doof. Oh, da haben wir noch ein Schweinchen. Oh, dann werden wir mal einen After schießen. Kick mal schön von hinten, haben wir das hier getroffen. So, hebt man den Pfeil wieder her. Ja, mit dem letzten Schlag. Ey, den einen Schlag hättest du auch noch machen können. Jetzt mit dem Stumpen zugehauen oder so. So, finden wir jetzt noch mal ein bisschen Stein. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Stein. Ich bin echt darauf aus, dass wir das Haus komplett aus Stein machen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. So, Tierfette nehmen wir alles mitnehmen. Dann können wir jetzt nämlich schön Brennstoff daraus machen. Muss ich nämlich noch die dementsprechenden Lappen dazu finden. Und dann können wir uns auch ein paar Öfen machen. So, wir fangen erstmal klein an und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns ein größeres Häuschen bauen. Das habe ich ja den meisten Leuten versprochen, dass ich einfach mal zeige, so eine Raid-Base. Ja, also das kann ich euch schon mal sagen. Ziel des Projektes ist es, eine Raid-Base aufzubauen. Dass wir da drinnen so gut wie eigentlich alles haben. Ja, Hochofen, muss ich mal gucken. Bin eigentlich kein Freund von dem Hochofen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist mir ehrlich gesagt viel zu groß. Und außerdem habe ich das auch nicht so gerne, wenn das mitten im Bau drin ist. Ja, du kannst dir natürlich noch was Kleines mit anbauen, das ist richtig. Ja, dann machst du da irgendwie die Hochöfen da rein, aber ich mag das nicht. Weil wenn die Leute das da qualmen sehen, dann wissen sie auf jeden Fall, du hast einen Hochofen da drin. So, und ein Hochofen heißt Luxus. So, und Luxus heißt, dass du viel, viel an Erz und sowas hast, viel an Materialien. Ja, und wirst natürlich dann auch so schnellst wie möglich geradet. Aber was ich dazu sagen muss, ist, wenn man so eine Raid-Base hat, ja, wenn du dir so eine Raid-Base machst, das lockt die Leute auch an. Ja, also das habe ich auch schon festgestellt. Auf dem letzten Server, wo ich privat so ein bisschen gespielt habe, wo ich mich ein bisschen vorbereitet habe, auf dem ich eigentlich aufnehmen wollte, wo es das Problem war, ich war da schon Level 37, 38 und ich wollte eigentlich frisch anfangen. Ja? Weil das ist ja doof, du fängst irgendwo an, bist Level 37 und kannst dir eigentlich schon so gut wie alles bauen. Ja, du musst die Sachen nur noch zusammensammeln und kannst alles eigentlich so gut wie bauen. So, finde ich dann doof, weil ich wollte nämlich so von Level 1 anfangen. Gut, hier haben wir jetzt auch nicht auf Level 1 angefangen. Da war ich ja jetzt auch schon Level 6 gewesen. Aber ist ja noch quasi am Anfang so. Und die 6 Level, das kann man noch übersehen. Und jetzt steht ja nicht in Relation 6 und 38. Ja, 6 ist noch genehm, kann man noch verkraften. Aber Level 37, 38, das ist ja schon wieder Kacke. Das ist dann schon wieder Kacke, weil dann kannst du die meisten Sachen eigentlich schon herstellen und bist so weit im Vorteil. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mit euch hier zusammen, ja, von Level 1 bis hoch und so und dann schöne Raid-Base bauen und so. Aber da könnt ihr schon mal drauf freuen. Ja. Da gab es ja auch in meinem letzten Rust-Projekt, was ich aufgenommen habe auf meinem Kanal, gab es ja auch so ein, zwei Nachfragen. Oh, kannst du dich mal zeigen, wie man so eine Base baut und so, wie hast du die aufgebaut etc. Weil es gibt ja selbst heute noch Leute, die haben irgendwie 200, 300 Stunden Rust-Zeit schon hinter sich und bleiben immer noch an diesen komischen Bauernhäuschen da hängen. Also ich kann es nicht anders beschreiben. So schön mit Spitzdach und so. Dann bauen sie sich da so ein Ding und wundern sich, warum die Leute eine Wand wegsprengen und in ihrem Heiligtum drinne sind. Ja, da wundern sich denn die meisten Leute. Und das geht so nicht. Ja, ich bin ehrlich gesagt, ich bin kein Freund von diesen Bauernhäuschen. Ich finde eher so ein. Ja, das ist für mich hier schon ein absolutes Lappenhaus. Ja, sagen wir mal so. Für mich ist das hier schon, am liebsten würde ich das ja nicht bauen. Aber, naja.
So, jetzt könnten wir auf jeden Fall hier schön zumachen, wa? So, wichtig sind die Wände. So, das haben wir. Jetzt müssen wir mal kicken. Wie viel Tierfett haben wir denn? 81 Tierfett. Oh, da könnten wir... Warte mal. Ressourcen, lass mal herstellen. Wie viel würden wir denn da rauskriegen? Ich glaube, das würde sogar schon für einen Hochofen, für so einen kleinen Ofen reichen. Guck mal einfach mal. Wir kicken mal. Ich weiß gar nicht, wie viel wir für so einen Ofen brauchen. Können wir den überhaupt schon? Warte mal, den müssen wir mal herstellen. Was brauchen wir denn dafür? 50? Ja, das kriegen wir hin. Freunde, da haben wir schon den ersten Ofen. Finde ich ja schon mal gut. Komm, das stellen wir mal her. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir hier brauchen können? Gucken wir kurz durch. Große Holzkiste brauchen wir auf jeden Fall auch. Aber das Ding wäre hier eher sowas. Ja, das wäre eher mein Bestreben. So, das machen wir auch hier mal. Eine Blechtür. Ja, wundert euch nicht. Ich habe so viele XP. Ich hatte auf dem privaten Server, auf dem ich da gespielt habe, also jetzt nur so für mich, da hatte ich irgendwie das Höchste, was ich hatte, waren 400 XP. Ja, 405 irgendwie sowas, also um die 400. Und ja, da fässt man sich echt an Kopf. Ja, weil ich kaufe ja auch nicht alles. Ja, ich kaufe ja auch nicht alles, sammle ja auch nicht alles. Und so, und wenn man mit jemandem zusammenspielt, dann kann man sich da auch absprechen. Ja, dann sagt man, ich lerne jetzt ditte. Dann macht der andere ditte und dann kann man immer hin und her wechseln und dann macht man ditte. Hier, aber so ein Messer kann ich gut gebrauchen. Ich habe nämlich festgestellt, dass man mit so einem Knochenmesser kannst du echt gut arbeiten. Wa? Und ich bin immer noch der Meinung, dass man mit so einem Knochenmesser mehr aus den Tierkadavern rausholen kann. Bin ich echt der Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich echt der Meinung, dass man da mehr rausholen kann. So, was haben wir denn noch an Holz? Wir haben noch jede Menge Leder drin. Das können wir mal hier drin machen. So, ein bisschen was zu essen haben wir. Dann machen wir das hier rein. So, dann könnten wir hier eigentlich das noch rein machen. Ja, guck mal, die ersten Sachen können wir auf jeden Fall schon verbraten. Finde ich ja schon mal geil. So, guck mal, da haben wir schon 70 zusammen. So, dann machen wir hier einen kleinen Schmelzofen. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. Wir können uns noch einen ersten Schmelzofen herstellen. So, dann machen wir Holz gleich rein. Dann können wir ein bisschen Eisen. Oh, ist das herrlich. Dann können wir uns schon mal eine super Tür auch herstellen. Das heißt, wir müssen jetzt gleich nochmal los und nochmal ein bisschen mehr Stein sammeln. Ein bisschen mehr Stein finden. Dass wir das Dach quasi wenigstens hier auch noch aus Stein machen können. Dann brauchen wir auch noch ein kleines Lagerfeuer, dass wir das dann alle braten können. Hier, macht das auch nochmal an. Damit wir diesen Schlüssel auf jeden Fall weg haben. Weil wenn wir jetzt draußen sterben würden und wir hätten hier drinnen keinen Schlüssel. Das ist aus meiner Sicht ist das wichtig. Habt ihr ja vielleicht schon in den letzten Folgen gesehen. In den ersten Folgen hier von 2.2. Ist immer besser, man hat auch einen Schlüssel noch zu Hause. Weil wenn du draußen stirbst, dann ist der Schlüssel weg. Ja, dann ist der Schlüssel auf jeden Fall weg. So. Und wenn derjenige aber auch noch genau weiß, wo ihr wohnt, ja, dann nimmt er einen Schlüssel einfach und kommt hier in die Tür rein. Und das ist scheiße, das ist doof. Und so eine Holztür ist sowieso hoch für den Arsch. Ja, aber um erstmal richtig durchstarten zu können, brauchen wir den. So, wir brauchen ganz einfach so eine Holztür. Anders geht das nicht. Gut, dann können wir hier erstmal nochmal ein bisschen was für Sicherheit sorgen. Das heißt, wir brauchen hier auch nochmal eine Tür. Und hier machen wir nochmal eine Wand drin. So, dass wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen abgesichert sind. Und dann würde ich hier am liebsten auch nochmal eine Dings reinmachen. Aber das müssen wir jetzt noch nicht. Warten wir einfach mal ab. So, was hat er jetzt hergestellt? Oh, den Ofen. Sehr gut. So, den können wir gleich mal platzieren. Oh, unseren ersten Ofen. Sehr geil. Sehr geil. So, wo können wir die jetzt am besten platzieren? Den Schrank habe ich ja scheiße gestellt. Ach, Herrgott. Den Schrank habe ich ja scheiße gestellt. Ah, nee, hier machen wir den Schlafsack für den Rafterman hin. Ja, komm, stell ihn mal hier hin. So. Gut, dann können wir schon mal anfangen, die ersten Sachen hier wegzubrutzeln. Machen wir das hier rein. Hauen wir ein bisschen Eisen rein.
Ah, da haben wir ja einen Tausender drin, sehr gut. So, gib mal her, das stapeln wir gleich mal auf. So, dann zeige ich euch mal, wie ich das mal mache. Oh, hier machen wir auch nochmal 250. So, dann lassen wir das erste Mal durchlaufen. Dann fällt nämlich jetzt gleich ein bisschen Eisen raus. Warten wir mal, bis das rausfällt. So, zack, jetzt machen wir aus. Jetzt holen wir uns die Metallsplitter und wechseln das einfach um. So, schmeißen wir das hier hin, dann fällt nämlich die Holzkohle raus. Bei der Holzkohle werden wir in der Zwischenzeit mehr als genug zusammenkriegen, wenn wir hier auf jeden Fall die ganze Zeit lang immer braten. So, da hätten wir nochmal 50. Das heißt, wir könnten vielleicht nochmal so einen Ofen machen. Okay, Quick Craft ist jetzt hier nicht, könnten wir nicht. Da fehlt Holz wahrscheinlich, wa? Gut, dann müssen wir nochmal raus. Da heißt nochmal ein bisschen was sammeln. Also wir könnten eigentlich auch, warte, wenn wir die nächsten Folgen machen, würde ich jetzt hier nicht machen, könnten wir eigentlich mal die Dings da, die Station da mal ein bisschen ausrauben. Einfach mal ein bisschen durchlaufen, ein paar Kisten looten. Gibt ja mal die meiste EP, die ganzen Kisten da. Die ganze Kisten hier Döns. So, Holz brauchen wir noch. Holz, 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 Holz. Aber Stein ist auch wichtig. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Vielleicht nochmal so einen kleinen Anbau machen. Naja, wir belassen das erstmal bei der kleinen Hütte da. Ich hätte ja gleich von vornherein größer bauen können, aber das lassen wir mal noch. Das kriegen wir auch anders hin. Können wir bestimmt nochmal anbauen irgendwie. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache, ist, das hat jetzt nichts mit Unfreundlichkeit zu tun, aber wenn die Leute immer reinschreiben, hey und hallo oder so, dann werde ich meistens auch nicht antworten. Ja, weil dann wissen sie, oh, da ist noch einer online. Ja. Mache ich eigentlich nicht so gerne. Ich behalte mich immer so bedeckt. Finde das spannender, mich bedeckt zu halten. So, hier kann man noch ein paar Pilze mitnehmen. So, mal ein bisschen Holz absammeln hier. Oh, ich habe nochmal ein paar Pilze. Oh, so ein Pilz in der Not ist eigentlich immer was Gutes. Und schon Level 11. Kickt ihr das mal an? Luft ja. Steinbarrikade, Dachluke. Ah, wenn wir alles machen, dann werden wir unser Raid-Dings bauen. Ja, wir das mal gemeinsam bauen. Dann könnt ihr euch das mal ankicken, wie das aussieht. Mal so eine Raid-Base bauen. Aber ich muss das euch sagen. Ich muss dazu sagen, das ist, ja, ich krieg schon langsam einen Zungenkasper. Liegt an der Müdigkeit. Ich muss euch dazu sagen, dass die nicht sehr klein werden wird. Ja. Also, da werdet ihr garantiert die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Mann, Rappelkabel, warum baust du so groß? Ja, das muss leider so sein. Ja. Weil die Raid-Basen, oder ja, die Raid-Base, die ich immer so baue, das mache ich immer aus einem ganz bestimmten Grund, ja, dass du die Wände immer so ein bisschen doppelt und dreifach absichern kannst. Das gehört für mich eigentlich immer mit dazu. Und das hat sich auf dem privaten Server, wo ich für mich so gespielt habe, hat sich das eigentlich sehr bewährt gemacht. Weil da haben sich irgendwie 8-9 Leute haben sich da zusammengetan und haben versucht, meine Base zu raiden. Die sind nicht reingekommen. Ja, also die sind noch nicht mal in den ersten Raum reingekommen. Das war das Geilste gewesen. Und die haben von außen versucht, sich mit C4 durchzusprengen. Die haben es nicht geschafft. Ja, und dann sind sie natürlich an die Türen gegangen. So, die Schwachstelle. Ja, also Türen werden in Rust immer Schwachstellen bleiben. Gut, für so eine Holztür brauchst du nur ein C4. Ja, für so eine Metalltür brauchst du auch nur ein C4. Das ist richtig. Wenn du so eine Hochsicherheitstür hast, da brauchst du dann schon zwei. Das ist richtig. Aber, geht immer noch zu schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist immer noch zu schnell, wie man da durchkommt. Und das finde ich dann nicht so berauschend. Ist er gerade in der lang gelaufen? Nee.
Notfall, eine kleine Knarre haben wir ja schon gefunden. So, jetzt will ich nicht alle Bäume hier bei uns in der Nähe abhacken. Das heißt, wir nehmen jetzt hier noch einen Baum mit. Können wir vielleicht noch einen kleinen Ofen denn herstellen. Ja, mit Steine wird es jetzt hier momentan. Ich will jetzt auch nicht so großartig farmen gehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will jetzt auch nicht so großartig hier farmen gehen. Weil ich will das jetzt ehrlich gesagt nur schnell fertig kriegen. Damit ich den Haier machen kann. Und wenn ich morgen von der Arbeit komme, ein bisschen was gegessen habe, schön duschen war, dann kann man sich hier schön fürs Wochenende ransetzen. Weil wir haben es ja jetzt momentan, ja, jetzt ist momentan, haben wir jetzt 1 Uhr. Ja, ist jetzt 1 Uhr. Oder bald 1 Uhr. Und wir haben ja jetzt schon den 7.10. Ja, einen Tag nach Update. Also ein paar Stunden später. Update kam ja am 6. um 21 Uhr. Ja, konnte ich da downloaden um 21 Uhr. So, jetzt bricht die Nacht hier gleich rein. Okay, hier gibt es nicht mehr so viel zu holen. Dann würde ich jetzt einfach mal zurücklaufen, weil die Nacht kommt eigentlich hier relativ schnell. Dann müssen wir mit dem bisschen Holz, was wir da haben, müssen wir jetzt zurechtkommen. Und bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben nur einmal einen Feind gesehen. Ja. Sind nicht direkt auf ihn gestoßen. Das ist da hinten irgendwo lang gelaufen. Aber im Moment haben wir erstmal unsere Ruhe. Und das ist ja auch schon mal sehr viel wert. So, das nehmen wir jetzt hier noch mit. Ein bisschen EP. So, dann nehmen wir jetzt hier den Hanf noch mit. Dann können wir den Rafter in der Zwischenzeit dann auch noch ein Dings bauen. Dann kann ich den nämlich, wenn ich hier ausmache, noch schreiben. Dass er denn hier auf den Server kommen kann. Weil ist er dann auch direkt offline gegangen, weil der wurde da auch ständig mal weggekillt. Aber ich weiß nicht, ich müsste ihn morgen mal fragen. Vielleicht kann er auch was dazu sagen, dass da Hacker drauf waren. Vielleicht hat er das auch noch mitgekriegt, weil ich weiß nicht genau, wann er vom Server runter ist. Ich habe ihn dann bloß geschrieben, ja, das bringt hier nichts. Kickt ja das mal an, hier sind Hacker. Aber ich weiß nicht, ob er da noch in dem Spiel drin war. Habe ich ganz ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. So, siehst du, kick mal hier, haben wir schon 151 Holzkohle, haben wir schon zusammengekriegt. Jetzt pfeifen wir uns hier mal noch das Lagerfeuer hin. Das können wir eigentlich... Boah, komm, das machen wir hier in die Ecke. So, können wir noch ein bisschen Holz drin knüppeln. Dann machen wir uns noch so einen Ofen. So. Dann haben wir schon mal zwei Öfen. Finde ich schon mal sehr gut. Dann kann man das hier als Anfangsbasis prima nutzen. So, die Pilze pfeifen wir uns jetzt hier mal schön ein. Und wir sind immer noch nackig. So, wie viel Eisen haben wir denn schon? Reicht das schon? Können wir uns da schon was draus schustern? So, immer ein bisschen drinnen lassen. Okay, zeig mal hier. Oh, eine Metalltür würden wir auf jeden Fall hinkriegen. Dann machen wir das mal. Ah, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen was. Wie viel brauchen wir denn jetzt für das Zahlenschloss? Und wie viel brauchen wir jetzt für das Zahlenschloss? 100. Brauchen wir nochmal 100. Oh, 42 haben wir noch. Müssen wir nochmal 60 sammeln. Aber dann können wir das Ding auf jeden Fall sicher machen. Und dann lohnt sich das auch. Und ich glaube, dann werde ich auch Feierabend machen. Wir sind jetzt aktuell bei 23 Minuten. Ich trinke mal kurz noch meinen letzten Schluck hier aus der Tasse. So. Und dann wird der Rappelzappel mal Bubu machen gehen. So, die Tür ist in Arbeit. Zack, die ist fertig. Jetzt warten wir nur noch auf das Schloss, dass wir das zeitgleich machen können. In der Zeit könnten wir eigentlich ein bisschen Schweinefleisch braten, wa? Ich glaube, das können wir in der Zeit machen. So, können wir uns das auf 4 aufteilen? Geht da irgendwie was? Ja, komm, machen wir hier 4, so, zack. Dann können wir hier, machen wir da nochmal, so. Dann machen wir aus. So, dann füllen wir das mal hier rein.
Und dann kann das auch schon mal durchbraten. So. Ja, ist jetzt alles ein bisschen klein. Ich sehe das schon, dass das hier alles nicht mehr so rinpasst, wie ich mir das vorstelle. Ich hätte vielleicht doch noch ein Dings größer machen können. Aber was soll's, guck mal, das hält doch. Wow. Und für eine Anfangshütte ist das ganz okay. Und alles weitere werden wir dann mit dem Rafter, denke ich mal, morgen in der neuen Session aber da ein bisschen was aufbauen. Ich hoffe, dass er auch ins TS kommen kann, dass wir da so ein bisschen quatschen können. Ansonsten ist das immer so ein bisschen doof. Weil er hat irgendwie so Probleme mit seinem Headset manchmal. Und das ist dann auch ein bisschen bescheuert denn für die Aufnahmen. Ja, habt ihr in den ersten Folgen gesehen, für die Leute, die das hier schon ein bisschen länger verfolgen, hatte ja da so zwei, drei Folgen mit dem Rafter schon mal aufgenommen. Und in zwei Folgen war er dann auch auf immer weg gewesen. Ja, da hat sein Headset sich irgendwie ausgeschaltet. Und das ist aber nicht kaputt, das ist ein nagelneues Headset. Aber irgendwie spinnt das manchmal. Da macht der Computer oder der Laptop, ich weiß jetzt nicht genau, was er hat, der spinnt dann da so ein bisschen rum und schmeißt das Headset raus. So. Er hört zwar noch was, aber kann nicht mehr sprechen. Das ist der Doofe da dran. So. Er schaltet der Computer. Dann machen wir einfach mal Computer. Schaltet das Mikrofon aus. So. Und das ist ja dann auch ein bisschen bescheuert. Bringt es ja dann jetzt auch nicht. Wow. So, jetzt müssen wir gleich nochmal 100 zusammenkriegen hier. 60 müssten bestimmt noch drin sein. Können wir gleich noch ein Schloss darin schustern. So, hochbauen können sie sich jetzt nicht mehr. Hier oben ist zwar noch Dings drin, aber ich denke mal, das geht. Ich glaube, das geht. Können wir so lassen. So, 92 haben wir, sehr schön. So, dann nehmen wir mal ein bisschen was raus. 92 sind drinnen, nehmen wir uns 90 raus. So, zack. Machen wir erstmal hier hin, machen wir da hin. So, dann gibt man hier nochmal so ein Schloss. Wie sieht das aus mit einer großen Kiste? Können wir da schon was machen? Ich weiß ja nicht, habe ich das schon gelernt? Nee, das Regal, ja, das muss man erstmal lernen. So, Regal und große Kisten. So, können wir uns da nämlich auch was herstellen. Also ein Schreibtisch, das passt jetzt hier alles nicht drin. Ja, das soll jetzt erstmal nur eine Anfangshütte sein, dass wir auf jeden Fall erstmal sicher sind, dass wir da ein bisschen was haben. Und ansonsten, ja, war's das, wa? Würde ich sagen. War's das jetzt einfach. So, die Tür bauen wir jetzt noch ein. Dann sind wir soweit sicher. Für den Rafter machen wir jetzt gleich nochmal einen Schlafsack. Übergeben ihn den und dann ist gut. So. Achso, hier unseren späten Ofen, den haben wir ja auch noch da. So, den können wir gleich mal daneben pflanzen. Da können wir doch bestimmt auch noch mal ein bisschen mal drin feuern, wa? Hier, machen wir mal einen Tausender drin. So. Und, ja, würde ich auch Eisen brennen, wa? Komm, hier machen wir noch mal. Haben wir hier noch einen Tausender? Ja, haben wir noch einen Tausender. So. Dann verbrutzeln wir den auch noch, aber erstmal setzen wir die Tür ein, wa? Würde ich sagen. So, raus damit. So. Ja, so. Den Kotschloss werde ich jetzt auch gleich einbauen. Den Kot müsst ihr jetzt nicht sehen. Ansonsten, ja, ist das ja auch ein bisschen doof. Ja, Freunde, dann würde ich mich jetzt verabschieden. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr dieses schaut, bleibt mir treu und vor allem gesund. Bis zur nächsten Folge. Haut da rein, euer Rappelzappel. Zers.